mitten in Europa findet man noch ein kleines Fleckchen unberührter Natur. Umgeben von hunderten Kilometern Urwald, so heißt es, liegt die vergessene Stadt Tenjilo. Auf der Suche nach den exotischen Tieren dieser Gegend will Tierfilmer und Abenteurer Dr. Mark Rehle diese vergessene Stadt finden. Nördlich des mächtigen Zusamstroms beginnt er seine aufregende Reise ins Reich des Unbekannten. Dr. Mark Rehle ist auf der Suche nach der vergessenen Stadt. Als ich vor einigen Tagen zu meiner Expedition aufbrach, war ich doch sehr erstaunt, wie tief und kräftezehrend dieser Urwald sein kann. Diese ungewohnte Hitze und die langen Fußmärsche machen einem doch sehr zu schaffen. Doch ist die Flora und Fauna dieser Gegend einzigartig und gibt mir immer wieder neue Kraft, mein angestrebtes Ziel zu erreichen. Ich bin jetzt schon seit einigen Tagen hier im Urwald unterwegs, aber die meisten Tiere hier sind extrem scheu, sodass man nur selten eins zu Gesicht bekommt. Aber ich werde meine Augen weiter offen halten. Ich habe auch noch einen weiten Weg vor mir, bis ich die vergessene Stadt Tenjilo erreicht habe. Sofern ich dieser Karte überhaupt glauben kann und die Stadt nicht nur ein Mythos ist und vielleicht niemals existiert hat. Ich werde auch einen weiten Teil der Reise auf dem Wasser zurücklegen müssen. Dafür werde ich wohl ein Floß brauchen. Das hier ist eines der wenigen Tiere, welches mir bei meiner langen Reise immer wieder über den Weg gelaufen ist. Eine Pyrrhocoris apteros. Dies ist eine gemeine Feuerwanze, eine von rund 40.000 bekannten Wanzenarten. Es ist sehr schwierig, dieses Insekt überhaupt zu filmen, da der Sechsbeiner extrem flink ist. Eigentlich ist so eine Wanze ein recht harmloses Tier, doch wenn sie sich mal bedroht fühlt, kann sie eine unangenehm riechende Flüssigkeit absondern. Deswegen lasse ich sie jetzt auch mal lieber wieder frei. Komm, weg da! Thank you.
Ah. Anscheinend habe ich doch noch etwas Glück. Aufgrund der Größe der Hinterlassenschaft kann ich auf ein recht großes Tier schließen. Der Haufen ist auch noch ganz frisch, das Tier muss also ganz hier in der Nähe sein. Nun muss ich mich richtig ruhig verhalten, damit ich das Tier vielleicht doch noch vor die Kamera bekomme. Wow, wow! Scheiße, verdammtes Drecksteil! Oh. Das hier sind die Spuren eines extrem seltenen Tieres. Eines der letzten seiner Art. Vielleicht kriege ich es noch vor die Kamera. Wie es scheint, haben wir sehr großes Glück gehabt. Dort drüben sitzt es. Ein Engelbert. Ein wahres Prachtexemplar. Ich wage mich jetzt noch etwas näher heran. Das war wohl ein Zeichen, dass ich mich nun besser zurückziehen sollte. Ich bin ihm wahrscheinlich ein bisschen zu nahe gekommen. Ich lasse ihn jetzt aber auch lieber in Frieden, weil sonst könnte es noch ziemlich gefährlich für mich werden. Die atemberaubenden Aufnahmen, die ich heute machen konnte, gaben mir wieder neue Kraft, meine Reise fortzusetzen. Das Glücksgefühl, ein solch seltenes Tier aus nächster Nähe bestaunen zu können, ist unbeschreiblich. Voller Zuversicht sehe ich dem Tag entgegen, an dem ich hoffentlich die vergessene Stadt Tenjiro finden werde. Da schon bald der Abend hereinbrechen wird, schlage ich auf einer kleinen Lichtung mein Lager auf.
Nach dem aufregenden und anstrengenden Tag will ich mir noch eine Kleinigkeit zu essen machen. Und was ist da appetitlicher als etwas Selbstgejagtes? Mein selbstgebauter Bogen sieht doch recht gut aus. Schau ich jetzt mal, ob ich damit was fangen kann. Beim Jagen braucht man viel Geduld. Wie beim Film kann es manchmal Stunden dauern, bis das richtige Tier aufkreuzt. Und essbar muss es auch noch sein. Klasse, Abendessen gesichert. Jetzt muss ich es nur noch aufwärmen. Wenn man so lange unterwegs ist, ganz alleine und weit weg von zu Hause, ergreift einem oft die Sehnsucht nach all denjenigen, die einem lieb sind. Bekannte, Freunde, Familie. Doch ist die Freude, sie nach einer solch langen Expedition endlich wiederzusehen, umso größer. Viele Tiere hier in der Gegend sind extrem lichtscheu und kommen erst mit der Dunkelheit aus ihren Verstecken heraus. Ich habe doch vorhin was rascheln gehört. Ich werde mich jetzt langsam anschleichen und schauen, ob ich was erkennen kann. Wie gesagt, man ist hier draußen wirklich sehr einsam. Als ich am Morgen verschlafen aus meinem Zelt krieche, zwitschern bereits die Vögel. Die Natur um mich herum ist schon wieder voller Leben. Höchste Zeit, meine Reise fortzusetzen. Sofort und in aller Eile mache ich mich auf den Weg.